bisschen näher kommen, weil wir sowieso ein bisschen mehr zusammenrücken müssen bei vielen Fragen, auch bei dieser Frage. Ich bin Wolfgang Rose von Verdi und gehöre zu denjenigen, die da diesen Appell mitgetragen, mit unterschrieben, mit verbreitet haben, der dazu geführt hat, dass wir am, was war das denn? Ich bin, als da uns aufgestellt haben, um dafür zu demonstrieren und dafür einzutreten, dass die afghanischen Flüchtlinge ein Bleiberecht bekommen und ich denke, das Motto, unter dem das stattgefunden hat, das Motto hieß ja, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Und das ist ein Motto, das immerhin dazu geführt hat, als beschlossen hat oder eingebracht hat in den Senat, dass die Duldung ein Jahr länger stattfinden soll. Das kann man natürlich sagen, ist nun nicht das Ziel gewesen, aber es ist ein Teilerfolg und es ist ein Zeichen dafür, dass denn viele Menschen hier in dieser Stadt dafür eintreten, dass sich etwas verändert, dass sie damit auch einen Teilerfolg und vielleicht beim nächsten Kampf einen weiteren Teilerfolg erringen können. Deswegen ist mein erster Punkt ein herzlicher Glückwunsch an alle diejenigen, die mit dafür eingetreten sind, dass dieser erste Schritt erreicht werden konnte. Und wir sollten auf diesem Weg weitermachen. Allerdings müssen wir ja immer wieder zur Kenntnis nehmen, dass wir uns bei diesen Aktionen in einer perversen Situation befinden. Denn die Begründung, weswegen dieses eine Jahr Duldung jetzt gewährt worden ist, die Begründung dafür ist gewesen, dass es eine verschärfte Sicherheitslage in Afghanistan gibt. Eine Situation dort, die für die Menschen dort sehr viel gefährlicher ist, sehr viel kriegsbedrohter ist. Und wenn wir hier in eine Situation gebracht werden, wo diese Kriegsbedrohung in Afghanistan erstmal entstehen muss, damit die Menschen hier länger geduldet werden, dann entsteht da eine perverse Situation, die wir nicht wollen. Denn wir wollen keine Duldung für ein Jahr, weil der Krieg in Afghanistan schärfer wird, sondern wir wollen ein Bleiberecht für die Flüchtlinge hier in dieser Stadt, weil ihre Familien hier sind und hier bleiben wollen. Das Wort Abschiebung hier benutzen müssen, wenn wir über das reden, was die Politik hier auch in dieser Stadt veranlasst. Und ich finde, Abschiebung, das ist ein Wort, das könnte mal auf die Liste, auf die Hitliste für das Unwort des Jahres in diesem Jahr oder in den vergangenen Jahren. Abschiebung, das finde ich, ist ein absolut unmenschliches Wort für den Umgang mit Menschen, vor allen Dingen mit Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir Erwachsenen uns vorstellen, welche Welt wir an die Kinder und Jugendlichen weitergeben wollen, und wenn das eine Welt ist, wo wir sie aus ihren Familien, aus ihrer Nachbarschaft, aus ihrem Stadtteil, aus ihrer Stadt, aus diesem Land abschieben, wo sie hier aufgewachsen sind, wo sie hier ihre Freundinnen und Freunde haben, wo sie diejenigen haben, mit denen sie zusammen sind, dann ist das etwas, was wir immer wieder in den verschiedensten Formen bekämpfen müssen. Denn das ist eine unmenschliche Welt, in der wir nicht leben wollen, wo die Kinder und Jugendlichen aus ihren Zusammenhängen heraus abgeschoben werden sollen. Wir müssen dafür eintreten, dass sie, wenn sie aufgewachsen sind, hier leben, dann müssen sie hier in dieser Stadt eine lebenswerte Zukunft bekommen.